Für lange Nächte ist Berlin bekannt, für heiße auch. Und die, von der wir jetzt berichten, ist auch schon Kult. Für Studenten, die es kaum erwarten können, wenn sich ihre Dozenten, Doktoren und Professoren als DJs versuchen. Mein Kollege Rainer Unruh war mittendrin im Hexenkessel der außergewöhnlichen akademischen Stimmung und des promovierten Sounds. Im Postbahnhof geht die Post ab. Stage Surfing für die Herren Dozenten und Professoren Superstars. Vom Hörsaal auf die DJ-Bühne, Unterricht in Betriebswirtschaftslehre oder operieren am offenen Bein mal ein paar Stunden vergessen und mit dem Plattenteller tauschen. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin und bin dort Dozent für Steuerrecht. Ich habe das Angebot bekommen und fand das eine ganz nette Idee. Und da dachte ich mir, das kriegt man nicht zweimal, also dachte ich, greife ich zu. Zur Unterstützung ist immer Profi-DJ Caniccia dabei, denn Scratchen geht noch nicht so richtig. Aber abfeiern lassen von den Studenten. Wer kein Plakat zur Hand hat, malt noch eins im Schnelldurchgang. Dass man kommen soll und ihn unterstützen soll. Ich wollte hören, ob Kühn ein gutes DJ ist. Und ich wollte auch sehen, ob Peter Bajkocz auch gute Musik spielt. Er hat meinen Vater operiert. Guter Grund, den Prof zu feiern, aber es geht doch eher um Musik. Zum 7. Mal gibt's die Professorennacht bereits in Süddeutschland. Ein großer Erfolg haben die Macher die Idee nach Berlin mitgebracht. Ich habe noch nie an so einem DJ-Pult gestanden und war mal ganz gut, dass du machst. Per Applausometer wird abgestimmt. Ob Scratchen oder Songs DJ-mäßig ineinander fahren, das ist eigentlich egal. Die Hauptsache, der Sound passt. Super Sache. Ist eine überragende Sache. Und wenn Herr Professor Oldschool-Lieder spielt, kennt die New School die überhaupt? Ich kenne nicht jeden Sänger, aber ich finde auf jeden Fall trotzdem gut. Der Gewinner des Abends, Dr. Martin Hase. Das sind alle Studierende der TU und dem bin ich sehr, sehr dankbar. Also die waren echt großartig. Note 1 für Herrn Dr. Hase und die Party kann weitergehen. Ja.